Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Werbeepisode hier für Lasergucken Land. Erreichbar unter silihuhn.com oder alternativ unter 88.214.56.94. Ja, ich habe off-camera ein bisschen was. Oh, wie lädt denn hier die Welt? Eieiei. Also, irgendwas ist gerade ganz wild an dem Server. Wie ihr seht, die Welt lädt hier im absoluten Schneckentempo. Tja, das wird was, hier 400 Blöcke rüber zu fliegen. Oh, ei, ei, ei. Ja, also ich habe off-camera ein bisschen, also ein paar Bahnen gedreht, ich glaube ein oder zwei. Die Sache ist die, den Talk, den ich da mir rausgesucht habe, ist mir nur aufgefallen, der ist so leise, da habt ihr wahrscheinlich gar nichts von gehört. Deswegen habe ich die Aufnahme verworfen und mir gedacht, ich fange einfach hier nochmal von vorne an. Ja, ich brauche zwei Minecarts. Let's go. Genau, so viel zum Informativen. Habe hier auch ein Portal weggemacht, was im Weg war und so ein bisschen Dirt da vorne, ein paar Bäume. Viel ist nicht passiert, also ihr habt nicht viel verpasst. Ja, die Kisten habe ich hier auch hingemacht. Da ist nichts drin. Ja. Genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, starten wir das Video. Obwohl, noch kurz ein paar Worte zum Server. Wir befinden uns hier auf Lasergurkenland, dem Minecraft-Anarchie-Server, Vanilla-Anarchie-Server. Momentan noch Vanilla, mal sehen, was daraus noch so wird. Genau, also ich plane nicht hier irgendwelche crazy Plugins oder so hinzumachen, aber halt irgendwelche Plugins vielleicht zur Optimierung des Servers, weil momentan ist es, wie ihr seht, die TPS sind nicht so stabil. Wir haben echt nur wenige Spieler hier. Da muss man mal schauen. Ne? Ich bin da im Prozess noch die Sachen hier zu finden, ne? Wisst ihr Bescheid? Aber an sich ist das hier ein Server ohne Regeln, ihr dürft hier griefen, ihr dürft hier hacken. Hier gibt es keine Anti-Cheat-Plugins momentan. Also ihr könnt hier rumfliegen und solche Sachen machen. Ja, also wenn das was für euch ist, wenn ihr ein bisschen Vanille an die Grenzen bringen wollt und auf einer Welt spielen wollt, wo in den nächsten paar Jahren keine World Resets kommen, also wenn ihr was aufbauen wollt, was Größeres, dann ist das vielleicht ein Server, auf dem ihr spielen könntet. So viel zum Werbeteil dieser Episode. Also eigentlich ist es natürlich nur eine plane Werbeepisode, das ist ganz klar, aber ich werde jetzt hier nicht versuchen, die ganze Zeit diesen Server zu verkaufen. Komm ich da noch rein? Komm schon. Ja, okay, fuck. Ja, wir schauen heute ein Video von der MediaCCC mal wieder. Ein Video von 2016 mit 16.000 Aufrufen mit dem Titel nicht öffentlich 33C3. Würde ich sagen, let's go. Also wir haben ja echt nicht viele Leute online. Ich verstehe nicht, wie der Was Sie Server hier so heute sehen kämpfen werden, kann. ist keine Fiktion. Die Wörter, Sätze und Szenen, die wir Ihnen gleich präsentieren, wurden so gesagt. Wie vorsichtig er redet. Wie in so einem. Ja, ich weiß gerade keinen Vergleich, aber es ist irgendwie ein bisschen ein Ort. Keine Ahnung. Es sind die wortgetreuen Aussagen von deutschen Beamten. Hat irgendwie nicht so diesen nerdigen CCC-Feel. Das ist mehr so einer bei Käse und Wein auf so einer. I don't know. Das hat so was Seriöses widerspricht. Voll weird irgendwie. Die als Zeugen vor einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages vorgeladen waren. Dieser Untersuchungsausschuss Diese bemüht sich seit Betonung mehr hat als sicher einen zweieinhalb Fachbegriff. Jahren, das Treiben des Dieser Bundesnachrichtendienstes und des Stimmklang. Bundesamtes für Verfassungsschutz aufzuklären. Helfen die beiden Behörden dem amerikanischen Geheimdienst NSA, deutsche Bürger und deutsche Unternehmen auszuspionieren? Verstoßen die deutschen Nachrichtendienste gegen Gesetze? Sind sie außer Kontrolle geraten? Führen sie ein Eigenleben?
In unserem Stück treten auf der Vorsitzende. Ah, das ist absichtlich. In unserem Stück, das ist so eine Inszenierung. Jetzt get ich's, Leute. Ist ja wild. Oh Mann, ey. Mitglied der Unionsfraktion und Leiter des Untersuchungsausschusses. Die Koalition. Also ich meine, die paar Items, die hier rumliegen, also ich denke nicht, dass ich die Person bin, die den Server leckt. Abgeordnete von Union und SPD. Ja, aber die anderen werden auch nichts Wildes machen. I don't know, was hier los aber ist. Aber nicht zu viel. Denn ihre Parteien stellen gleich. Aber es funktioniert hier jetzt auch. Also ich kann jetzt hier, wie ihr seht, auch Blöcke abbauen. Opposition. Aber Worldloading ist gerade echt nicht so am Start. Abgeordnete von Linkspartei und Grünen, die aufklären wollen, aber im Zweifel nicht dürfen, da sie keine Mehrheit haben. Der Zeuge. Nice. Bei den Grünen wurde nicht geklatscht. Absoluter Disrespekt. Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes vom kleinen Sachbearbeiter bis zum großen General. Der Rechtsanwalt. Für den würde auch nicht... Hä? Der wird immer einer übersprungen. Oder spinne ich jetzt? Der schlecht gelaunte Rechtsbeistand des Zeugen, der dafür sorgen soll, dass er nicht zu viel verrät. Und schließlich die Bundesregierung. Ah. Ach, der hat nicht zwei Leute vorgelesen, sondern... Ah ja, okay, ich habe falsch zugehört, Leute. Never mind, an der Stelle. Die Bundesregierung. Herrscherin über alle Informationen und Wächterin aller Geheimnisse. Sie werden hören, welche Fragen dieses die Game ist so buggy. Stellen. Und Sie werden hören, heck? Welche Antworten Sie von den Geheimdienstmitarbeitern bekommen. Noch einmal, wir haben nichts dazu gedichtet. Wir haben lediglich die vielen 100 Stunden der Befragungen im NSA-Untersuchungsausschuss ein klein wenig gekürzt. Selbstverständlich werden Sie daher nur einen Ausschnitt erleben, einige kurze Blicke hinter den Vorhang der Geheimhaltung. Doch wir hoffen, dass Sie in diesen Momente einen Eindruck davon vermitteln, wie wichtig es ist, Überwacher zu überwachen. Viel Vergnügen. Sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung des ersten Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode. Nach Artikel 44 Absatz 1 des Grundgesetzes erhebt der Untersuchungsausschuss seine Beweise in öffentlicher... Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so ein Schulprojekt, wo es so heißt, yo, keine Ahnung, Sozialkunde, Geschichtsunterricht, whatever, spielt mal diese Szene nach. Das ist so schräg. Verhandlungen. Ich stelle fest, die Öffentlichkeit ist hergestellt. Ein bisschen cringe ist es auch. Die Vertreter der Presse darf ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Aber ich feiere es. Bevor ich zum Gegenstand der heutigen Sitzung komme, gestatten Sie mir einige Vorbemerkungen. Ton- und Bildaufnahmen sind während der öffentlichen Beweisaufnahme grundsätzlich nicht zulässig. Ein Verstoß gegen dieses Gebot kann nach dem Hausrecht des Bundestages nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von... Hä, ich dachte, dass diese ganzen politischen Dinge alle mal aufgenommen werden. ...in Sitzungen dieses Ausschusses sowie des gesamten Hauses führen, sondern gegebenenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Falsch gedacht. Ich rufe nun den einzigen Tagesordnungspunkt der Tagesordnung auf. Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag. Wurden durch Überwachungsprogramme des US-amerikanischen Nachrichtendienstes NSA Daten einer Speicherung sowie einer Auswertung unterzogen, von der auch Kommunikation von, nach und in Deutschland betroffen war? Haben Stellen des Bundes Daten aus entsprechenden Aktivitäten erlangt oder genutzt, sowie dafür vorgesehene, möglicherweise Gegenleistungen erbracht? Nach dieser notwendigen Vorbemerkung stelle ich fest, dass der Zeuge ordnungsgemäß geladen ist. Herr Zeuge, herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind und dem Ausschuss für diese Vernehmung zur Verfügung stehen. Hä, was ist denn hier mit dem Schatten los? Ich check's nicht. Als Zeuge sind Sie verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Ich bin doch da hochgeflogen, da ist nichts, was Schatten wirft. Ihre Aussagen müssen richtig und vollständig sein. What is this game? Wer vor dem Untersuchungsausschuss uneidlich falsch aussagt, kann gemäß § 162 in Verbindung mit § 153
des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafen von 3 Monaten bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Herr Zeuge, bitte nennen Sie uns nun Ihren Namen und eine ladungsfähige Anschrift. In Ihrem Fall genügt die Angabe der Initialen und die Anschrift Ihrer Dienststelle. Ja, BND Gardeschützenweg, Berlin. So, ich stelle fest, dass Sie von einem Rechtsbeistand begleitet werden. Der Rechtsbeistand ist uns zwar bekannt, aber Herr Rechtsanwalt, möchten Sie sich kurz vorstellen? Sie haben ja meinen Namen schon genannt. Vielen Dank. Klar, hätte ja sein können, dass ich noch bestimmte Insignien der Macht vergessen habe. Aber, Herr Rechtsanwalt, schön, dass Sie da sind. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das packe. Herr Zeuge, wir kommen dann schon zu Ihrem Eingangsstatement. Sie können an dieser Stelle en bloc vortragen, wenn das gewünscht ist, natürlich nur zum Gegenstand der Vernehmung. Das ergibt sich aus § 24 Absatz 4 des Untersuchungsausschussgesetzes. Sie haben das Wort. So Juristentext ist so irgendwie so ein Mix aus Comedy und echt langweilig, oder? Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ach Leute, was schaue ich mir hier an in meiner Freizeit? Ich arbeite beim Bundesnachrichtendienst und es war im letzten Jahr ungewöhnlich viel zu lesen über den BND. Das Bild des BND war geprägt von Misstrauen. Alter, der redet so langsam. Wenn er seinen Satz beendet hat, habe ich den Anfang des Satzes schon vergessen. Anlasslose, massenhafte Ausspähung deutscher Bürger. Ich persönlich weiß nicht, warum man nur allzu gerne glaubt, der BND wäre eine Art übermächtiger Nachfolger der Staatssicherheit der DDR oder eine Vereinigung von tausenden Kriminellen, die im rechtsfreien Raum tun und lassen würden, was sie wollen. Denn das sind wir nicht. Wir sind der Auslandsnachrichtendienst und ich wiederhole das sehr gerne noch einmal, der Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland. Mit einem gesetzlichen Auftrag und einer parlamentarischen Kontrolle und, ob Sie es mir nun glauben wollen oder nicht, mit ganz normalen Mitarbeitern, die Familien zu Hause haben und die sich an Recht und Gesetz halten. Ich persönlich arbeite schon lange für den BND und ich habe in vielen Projekten mitgewirkt. Natürlich wurden und werden all diese Projekte fachlich auf Herz und Niere geprüft, aber vor allem auch rechtlich durch Juristen, durch Abteilungsleiter und auch durch die Leitung des Dienstes. Meine Erfahrung ist, dass der BND nicht leichtfertig damit umgeht. Im BND heiligt nicht der Zweck, kommt dieser Schatten, sondern Projekte werden im Zweifel lieber einmal nicht durchgeführt, denn die Mitarbeiter halten sich an Recht und Gesetz. Ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Dann beginnt nun die erste Fragerunde mit den Fragen der Regierungskoalition. Frau Kollegin. Dankeschön. Herr Zeuge, Sie machen mir einen sehr strukturierten Eindruck. Daher will ich Ihnen kurz die Fragen erläutern. Was ist aus Ihrer Sicht Anlasslosigkeit? Was ist aus Ihrer Sicht eine Massendatenerfassung? Vielleicht fangen wir mit Letzterem an. Wie würden Sie eine Massendatenüberwachung definieren? Also eines muss ich gleich sagen. Ich bin sehr wohl aufgeregt. Vielleicht wirke ich da nur anders. Massendatenerfassung wäre für mich, wenn ich ohne Grund alle Daten speichern würde, die ich zum Beispiel an einem bestimmten Internetknoten abgreifen kann. Worauf ich hinaus möchte, nach meinem Verständnis bringt eine Massendatenerfassung im neutralen informationstechnischen Sinn, also nicht im juristischen oder im politischen, keine Quantitäten zum Ausdruck. Also irgendwelche Stückzahlen von Daten.
Man könnte auch sagen, eine Massendatenerfassung liegt vor, wenn ich eine Leitung XY auswähle, denn dann habe ich eine Masse von Daten, die dort anfallen und die ich in einen gezielten Analyseprozess überführe. Schließen Sie sich dem an. Wie sehen Sie das? Ist das viel Lava. Also Entschuldigung, aber da habe ich eine etwas andere Auffassung. Für mich ist eine Massendatenerfassung die anhaltslose Erfassung von unausgewählten Daten auf Vorrat. Und genau das tun wir eben nicht. So eine Leitung ist kleiner, als Sie vielleicht denken. Da möchte ich ungern von einer Massendatenerfassung sprechen. Wir nehmen auch nicht alle Daten. Wir suchen uns die Daten aus, die für den jeweiligen Auftrag relevant sind. Da muss ich umgekehrt fragen. Wann wäre denn eine Massendatenerfassung aus Ihrer Sicht gegeben? Also der Begriff Massendaten suggeriert, dass wir keine Auswahl treffen, sondern massenhaft Daten erfassen. Das würde bedeuten, selbst wenn wir eine Auswahl treffen und dann immer noch eine Unmenge an Daten haben, dass wir nicht gezielt nach unserem Auftrag arbeiten. Wir müssen jedoch so früh wie möglich die erfassten Daten einschränken, sodass sie am Schluss ein Mensch überhaupt noch bearbeiten kann. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wir kommen nun zu den Fragen der Opposition. Die Mengen, die man so liest, verwundern dann aber doch. Können Sie dazu irgendetwas sagen zu den Mengen an Daten, die anfallen? Welche Mengen? Metadaten, die pro Tag anfallen in den Außenstellen des BND. Also das müsste ich jetzt auch schätzen. Ich würde sagen Millionen. Genau, das würde ich auch denken. Ja. Wenn diese Daten beim BND anfallen, teilt man die irgendwie? Mit anderen Diensten, meinen Sie jetzt? Leitet man die weiter? Ja. Man teilt natürlich welche mit anderen Diensten, aber das ist ein sehr verschwindend geringer Teil. Die große Masse behält man natürlich für sich selbst. Weil man sie ja braucht zur Analyse neuer Ziele. Worauf spielen Sie jetzt an? Ich nehme an, auf den Artikel, der in der Zeit online erschienen ist. Auf den Artikel, genau. Ja, ich glaube, da standen 220 Millionen Metadaten pro Tag. Genau. Und da stand, die gehen alle in die USA, oder? Ja. Ja. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Sondern? Wo gehen die hin? Ja, die bleiben bei uns. Und wie viele davon gehen in die USA? Denn es wäre eine wichtige Aussage zu sagen, das stimmt nicht, damit wir einschätzen können, wie weit das nicht stimmt. Also, da würde ich auf die richtig gut gespielt öffentliche Sitzung verweisen. Kann man nicht sagen, irgendwie, komm, das sind ja richtige Schauspieler da, was ist da los? Ist ja geil. Ich sag mal so viel, ich glaube, das kann ich sagen, das ist im Promille-Bereich. Das ist weniger als im Promille-Bereich. Also wenn man 220 Millionen Daten am Tag hat, sind Promille natürlich auch schon viel. Nein. Ach, das ist geil. Alles schon funny.
Wenn man 220 Millionen Metadaten jeden Tag hat und rechnet das mal 365, dann kommt man in den Milliardenbereich. Und wenn man dann Promille sagt, dann geht es immer noch um viel Holz. Also, das ist nicht anlasslos. Das ist quasi selektiv. Ja, das ist die interessante Frage. Ja, also mich ärgert der Artikel sehr. Natürlich. Sie versuchen sich an den Grundrechtsschutz zu halten. Aber wenn die Amerikaner in Dänemark unsere Daten sammeln und der BND die dänischen Daten sammelt und nachher tauscht man fröhlich, dann führt das am Ende eben doch zu einer Massenüberwachung. Und Sie sind ein Teil davon. Aber das versuche ich ja gerade auszuräumen. Ja, aber das überzeugt mich nicht. Schade. Oh Mann, das ist geil. Ah, ist schon funny. Nochmal zu diesem letzten Punkt. Die Daten, von denen hier die Rede ist, diese 220 Millionen, das sind nur Telefondaten, nur Wählverkehre. So ist es. Keine Internetdaten. So ist es, ja. Werden irgendwo Internetdaten gespeichert? Ja. Darüber hatten wir ja in der nicht öffentlichen Sitzung gesprochen. In der nicht öffentlichen, dann ist das jetzt aber die öffentliche. Ach nee, der Titel ist nicht öffentlich. Lol. Projekt Iconal. Ja, dann sollten wir diesen Punkt auch nicht öffentlich fortsetzen? Ja, ja. Okay, für die Vernehmung des Zeugen wird die Sitzung gemäß § 15 Absatz 1 des Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetzes in Verbindung mit der Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages mit dem Geheimhaltungsgrad geheim versehen, weil die Kenntnisse von der Beweisaufnahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden würde. Wer diesem Beweisbeschluss so zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Herzlichen Dank, gegen Stimmen, Enthaltungen. Damit ist dies einstimmig so beschlossen. Sind die Türen zu. Ich guck mal in die Runde, ob noch Personen im Raum sind, die hier nicht drin sein dürften. Damit stelle ich fest, dass keine unbefugten Personen im Sitzungssaal sind. Mobiltelefone und vergleichbare Geräte sind außerhalb des Raumes aufzubewahren. Und hierfür haben Sie, soweit ich weiß, Ihre Unterlagen alle abgegeben. Sind auch wirklich alle Handys entsprechend draußen abgegeben worden? Das ist der Fall. Mitgeschrieben werden darf nur auf den dafür vorgesehenen Blankoverschlusssachen. Ansonsten sind Ihre Notizen von der Geheimschutzstelle als Verschlusssache zu vereinnahmen. Ja, aber wie konnten die das nachtragen, wenn das verschlossen war? Also, wie können die das nachspielen, meine ich? Wenn wir jetzt in den Komplex Iconal einsteigen, dann wären wir ja sogar im streng geheimen Teil, weil die Akten als streng geheim eingestuft sind und nicht nur als geheim. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir den Iconal-Komplex später machten. Ja, so pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Es mischt sich ja auch. Es mischt sich. Ja, es mischt sich. Es gibt als nur für den Dienstgebrauch eingestuftes Material, es gibt geheimes Material und es gibt streng geheim eingestuftes zu Iconal. Das ist ganz unterschiedlich. Genau. Aber der Vorgang Iconal, der gesamte operative Vorgang, ist streng geheim. Sie sagen, die Summe der Teile von Iconal ist geheimer als die Teile an sich? Ja, wenn ich einen Einzelteil habe und keinerlei Rückschluss auf die Operation Iconal vorliegt, dann hat es erstmal einen geringeren Einstufungsgrad. Das sieht die Verschlusssachenanweisung vor. Darf ich vielleicht nochmal an dieser... Ja, wenn ich einen Einzelteil habe und keinerlei Rückschluss auf die Operation Iconal vorliegt, dann hat es erstmal einen geringeren Einstufungsgrad. Das sieht die Verschlusssachenanweisung vor. Darf ich vielleicht mal? Das sind unsere Unterlagen. Also bitte. Natürlich stuft die Behörde ein, die die Akten abgibt. Ich glaube aber, wir müssten mal hinterfragen, ob dieses Dokument wirklich streng geheim sein muss. Oder ob nicht geheim genügt. Da sehe ich eher die Diskussion. Ach, ich weiß.
weiß nicht, Herr Rechtsanwalt, können Sie dazu etwas beitragen? Sie sind jetzt nicht Teil der Bundesregierung. Der Zeuge wird diese Frage jetzt nicht beantworten, weil er nach den Ausführungen der Bundesregierung davon ausgeht, dass seine Aussagegenehmigung dazu nicht ausreicht. Sie können hier diskutieren, solange Sie wollen. Das ist, glaube ich, alles, was Sie wissen müssen. Bevor wir den Saal jetzt auseinandernehmen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind unzufrieden mit der Einstufung der Akten als streng geheim und gehen dann nun auch in eine streng geheime Sitzung über, oder wir hinterfragen das nochmal. Irgendwie müssen wir jetzt weiterkommen. Also ohne jetzt eine Schärfe reinzubringen, aber hier werden Akten plötzlich immer geheimer. Das ist schon drollig. Wir haben Akten, die sind geheim. Da stehen tatsächlich interessante und sensible Dinge drin. Aber Sie machen daraus jetzt nachträglich sogar streng geheime Akten. Also gut, ich habe noch eine Frage. Eine Frage, die nicht streng geheim ist, nur geheim, nämlich. Gab es bei Iconal von diesen Internetdaten einen Vertrag mit einem Provider? Jetzt wären wir wieder in streng geheim. So. Entschuldigung. Das war's. Das ist absurd. Nicht die Frage ist absurd, die Situation, in der wir uns befinden, ist absurd. Deswegen wollten wir ja auch in streng geheim. Ja, aber das war ja nun wirklich keine streng geheime Frage. Gut, ich würde gerne zu einem anderen Dokument was fragen, vom 2. Oktober 2013. Ja, ich ahne, worum es dabei gehen wird. Das war die Geschichte mit den 500 Millionen Meter Daten, die so durch die Presse geisterten. In dem Spiegelartikel ist eine Grafik drin, über der steht einfach Germany. Und fälschlicherweise hatte man angenommen, das sind Daten von Deutschen. Wir konnten die Zahl erst gar nicht nachvollziehen, da wir die Metadaten in der Form nicht zählen. Wir mussten erst einmal eine Zählmethode etablieren, eine Statistik. Es hat ein bisschen gedauert. Es sind Daten, die wir in Krisenregionen erfassen und die Zahlen schwanken. Aber für uns war das plausibel, auch wenn es für uns am Anfang erschreckend viel klang, denn hier wird wirklich jedes einzelne Metadatum gezählt, egal ob 50 oder 200 davon zu einem Verkehr gehören. Die Frage ist jetzt, ob es hier zu einer Massenerhebung gekommen ist. Wie würden Sie die Zahl bezeichnen? Ist das eine Massendatenerhebung? Also, wir haben das, als die Snowden-Affäre hochkam, mal im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages demonstriert. Allein mit einem Handy, mit dem Sie einen Tag lang sich bewegen, erzeugen Sie schon Hunderte von Metadaten. Mit einem Aufruf einer Webseite bereits über 250 Metadaten. Allein mit diesem Aufruf. Wir haben dann einfach alles gezählt, alle Metadaten, nur um zu gucken, ist das eine plausible Zahl. Wenn jemand anders auch so zählt, kommt er auf die 500 Millionen. Anders kommen sie nicht auf die große Summe. Und wenn ich jetzt noch einmal frage, ist das Massendatenerfassung? Also da sich darin wahrscheinlich ein erklecklicher Anteil an Sachdaten befindet, würde ich sagen, nein. Sie können da natürlich anderer Meinung sein, aber das ist jetzt meine Auffassung. Da können wir anderer Meinung sein, wir sind da anderer Meinung und wir haben jetzt ein erhebliches Problem, das sich aus der Beweiserhebung hier in geheimer Sitzung ergibt. Wir hatten vorhin in der öffentlichen Sitzung Aussagen, es findet keine Massenerhebung statt. Anlasslose Erhebung statt. Beim Grundrecht geschützte Daten wurden herausgefiltert. Ich kann mich an das Teil hier erinnern. Ich dachte, wir wären in einem Minenschacht. Aber das ist ein Tunnel, den wir damals gebaut haben.
Als der Server noch nicht öffentlich war, war das unser Tunnel von dem ja, Spawn-Schloss, würde ich schon sagen. Das war so ein wie sagt man denn da auf Deutsch? So ein Castle, ne? Funny! Dass das hier ist. Es gab keine Weitergabe an den ausländischen Nachrichtendienst etc. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir rausgehen aus der geheimen Sitzung und sagen, einiges, was in Ihrem Eingangsstatement verkündet wurde, hat sich hier zwar nicht widerlegt, aber doch in großen Teilen relativiert. Wir sehen Anhaltspunkte dafür, dass viele von den Thesen, mit denen wir hier in diesen Untersuchungsausschuss gestartet sind, belegt wurden. Wir können aber, da diese Sitzung geheim ist, zu keinem dieser Gegenstände etwas sagen. Also bleibt das, was öffentlich falsch dargestellt wurde, stehen. Entweder Sie zwingen uns jetzt zu zivilem Ungehorsam, um bestimmte Dinge zurechtzurücken, oder Sie weisen uns einen Weg, wie wir relevante Teile, die hier verhandelt wurden, wenigstens in summarischer Art und Weise wiedergeben können. Wir unterliegen hier natürlich alle der Bindung der geheimen Sitzung, aber wir haben auch eine Wahrheitspflicht gegenüber der Öffentlichkeit. Was sollen wir jetzt tun? Meine Damen und Herren, bitte. Der Zeuge kann uns dabei nicht behilflich sein. Ich würde vorschlagen, wir vertagen das Ganze und setzen die unterbrochene öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses fort. Ich bitte die Saaldiener, die Türen nun wieder für die Öffentlichkeit und die Vertreter der Presse zu öffnen. Sehr schön. Herr Zeuge, gibt es Vorschriften innerhalb des BNDs, welche Benachrichtigungspflichten eintreten, wenn bei der Datenverarbeitung Verstöße gegen das Grundgesetz bzw. gegen deutsche Interessen festgestellt werden, also wenn deutsche Unternehmen oder deutsche Politiker betroffen sind? Also für den Bereich Grundgesetz gibt es ein extra Referat, wo mehrere Volljuristen tätig sind, die diese Rechtsfolgen ganz genau kennen und auch in Dienstvorschriften umsetzen. Die wissen das natürlich ganz genau. Ich weiß das nicht ganz genau. Ich kenne meine Dienstpflichten, gegen die ich nicht verstoßen soll. Gut, dann reden wir über diese Dienstpflichten. Ja. Nochmal, gibt es Benachrichtigungspflichten bei Verstößen gegen das Grundgesetz? Was ist das denn? Ist es eine Schalke? Verstehe ich jetzt nicht. Welcher konkrete Verstoß? Gibt es etwas im BND, das sagt, wenn sich die Namen von Deutschen in der Datenverarbeitung finden, dass irgendjemand im Haus zu informieren ist? Also es gibt eine Dienstvorschrift zum Grundgesetz. Da steht das bestimmt alles ganz genau drin, was man in welchem Fall wie zu tun hat. Ich bin aber kein Grundgesetzbearbeiter. Gut. Aber es kann ja sein, dass auch außerhalb der Grundgesetzbearbeitung plötzlich Grundgesetzbezüge auftreten. Was passiert dann? Also soweit ich weiß, gibt es die Weisung, es unverzüglich zu löschen, wenn unbeabsichtigt etwas erfasst wird. Keine Benachrichtigungspflicht? Soweit ich weiß nicht. Aber ich bin jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet. Gibt es da so etwas wie eine Benachrichtigungspflicht oder eine Löschpflicht? Oder entscheidet man das frei von Vorschriften? Also der BND bekommt ein Auftragsprofil von der Bundesregierung. Er hat das Sammeln von Informationen an diesem Auftragsprofil auszurichten. Und er prüft die Ergebnisse. Die Ergebnisse müssen dann relevant sein für das Auftragsprofil. Wenn sie nicht relevant sind oder man diese Informationen an anderer Stelle einfacher bekommen kann, dann ist das zu löschen. Und das ist dann wo niedergelegt? Also, ich glaube, das ist allgemeiner Rechtsgrundsatz. Das ist also das. Kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Aber das ist allen bekannt. Da
Das ist grundsätzlich allen bekannt. Wenn man also feststellt, dass irgendetwas stattfindet, was möglicherweise gegen das Grundgesetz verstößt, dann heißt es löschen und nicht benachrichtigen. Also das Grundgesetz ist immer eine ganz andere Kategorie. Dann sofort löschen. Und wenn irgendwas passiert ist, dann diesen oder jenen informieren. Haben Sie denn ein Verständnis dafür, warum diejenigen in Ihrer Behörde, die die problematischen Suchbegriffe gelöscht haben, das niemandem erzählt haben? Verständnis können Sie ja nur haben, wenn Sie die Gründe kennen. Ja, genau. Und die weiß ich nicht. Ja, danach frage ich Sie jetzt aber, könnte es sein, dass Sie einen Grund gehabt haben, niemanden zu informieren? Also Frau Abgeordnete, mir ist keiner bekannt. Könnte es sein, dass es einen gibt? Es wird sicher einen geben, sonst hätten Sie es ja nicht machen können. Wenn jemand nicht darüber sprechen will, dann wird er wohl einen Grund gehabt haben. Was könnte denn ein Grund dafür sein, dass Ihre Mitarbeiter mega relevanten Vorgang, wegen dem jetzt die ganze Republik Hammeralarm ist, nicht Bericht erstattet haben? Erklären Sie es mir. Also das habe ich mich jetzt auch schon gefragt. Ich habe keinen gefunden. Der Dude ist so geil. Also wie der es schafft, nicht ins Lachen auszubrechen, über sich selber Ehre. Also ist echt gut vorgetragen, kann man nicht sagen. Ich war mir erst ein bisschen unsicher, ob das jetzt ein bisschen trocken wird, aber pure Comedy, pur. Ist ja mega gut, feier ich richtig. Wann würde man die Behördenleitung informieren? Was muss eigentlich passieren, dass man sagt, oh je, das stelle ich jetzt nach ganz oben durch? Ja gut, das ist eine Ermessensfrage. Und es gibt ein paar Dienstvorschriften, wie zum Beispiel die Dienstvorschrift besondere Vorkommnisse. Da steht dann genau drin, welches konkrete Dings man wann, wie und warum melden muss. Die Dienstvorschrift besondere Vorkommnisse, glaube ich, haben wir nicht. Die wurde uns nicht vorgelegt, oder? Die wäre wahrscheinlich hilfreich für unsere Arbeit. Ich habe auch schon geguckt, ob wir die Dienstvorschrift haben. Herr Zeuge, Sie waren ja einige Jahre Soldat, Berufssoldat. Sie kennen doch den Grundsatz beim Militär, melden macht frei, oder? Den kenne ich, jawohl. Das ist gut. Der ist auch nirgendwo aufgeschrieben, glaube ich, oder? Wie bitte? Ist der Grundsatz irgendwo aufgeschrieben? Nein. Aber er hilft, oder? Ja gut, dem, der meldet, dem hilft er, ja. Weil dann kann er denn auch den unwichtigen Kram nach oben melden und muss selber keine Entscheidungen treffen. Richtig. Und keine Verantwortung übernehmen. Genau. Ich will damit sagen, es gibt sicherlich das ein oder andere, was nicht in einer Dienstvorschrift steht, das aber trotzdem ganz klug ist für den, der meldet. Wann würden Sie entscheiden? Das ist ja ein Sachverhalt, der zu melden ist, oder das ist ein Sachverhalt, den melde ich nicht. Wonach entscheiden Sie das? Ja gut, man kriegt mit den Jahren ein Gefühl dafür, was meldewürdig ist und was nicht meldewürdig ist. Natürlich ist es in bestimmten Fällen vorgeschrieben, gerade mal bei, ich sag mal, nachrichtendienstlichen Sachen, die ein gewisses Risiko beinhalten. Da ist dann vorgeschrieben, was zu melden ist. Also diese besonderen Vorkommnisse. Ja. Die sind immer meldepflichtig, glaube ich. Der Bereich, den wir gerade mit Ihnen diskutieren, der war kein besonderes Vorkommnis. Oder doch? Also
so, ja. Da mache ich von meinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch. Gut, falls Sie etwas zu trinken brauchen, es steht vor Ihnen. Wenn Sie irgendwas anderes brauchen oder ein kleines Päuschen, sagen Sie es einfach. Sie sollen immer fit sein und auf alle Fragen hier antworten können. Wir machen weiter mit den Fragen der Opposition. Danke. Ich würde gerne wissen, ob von diesem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht wird, weil Sie durch die Angabe, die Sie machen würden, strafrechtliche oder dienstrechtliche Folgen fürchten. Dienstrechtliche Untersuchung. Ich habe den Zeugen gefragt und nicht Sie, Herr Rechtsanwalt. Ja, und ich habe den Zeugen beraten. Also demnach, also ich fürchte eine disziplinarische Untersuchung. Die Sorge kann ich Ihnen nehmen. Ihr Dienstherr hat hier gesagt, solche Überlegungen einer dienstrechtlichen Ermittlung gibt es nicht. Wenn Sie keine Straftat befürchten, sondern nur ein disziplinarisches Verfahren, sehe ich das Aussageverweigerungsrecht in Frage gestellt. Ja, und ich nehme das zur Kenntnis, dass gesagt wird. Im Moment sehe man keinen Anhalt dafür, ein Disziplinarverfahren gegen mich einzuleiten. Aber es kann natürlich sein, dass ich mich durch eine Aussage so belaste, dass mein Dienstherr gezwungen ist, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, weil er Kenntnis von Sachen bekommt, die er bisher nicht wusste. Also mache ich weiter von meinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch. Ja, ich bin auch ein großer Fan vom Auskunftsverweigerungsrecht. Aber ich werde den Eindruck nicht los, dass wir an dieser Stelle damit konfrontiert sind, weil wir eine bestimmte... Verdächtigung! Nein, jetzt rede ich, Herr Rechtsanwalt. Weil wir zu dem Vorgang eine Geschichte präsentiert bekommen, die an der Frage endet, wurde vereinbart, darüber Stillschweigen zu bewahren. Wir werden das Gefühl nicht los, dass daran etwas nicht stimmt. Wir werden das Gefühl nicht los, dass uns ein oder zwei Personen präsentiert werden sollen, die das auf ihre Kappe nehmen, damit die Verantwortungsebene drüber geschont wird. Es gibt keinen glaubwürdigen Grund, bei so gravierenden Problemen nicht den Vorgesetzten zu informieren. Und sei es nur, um die Last da nicht alleine zu tragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Beamter sagt, das mache ich mit mir alleine aus, unvorstellbar. Das ist doch kein Roboter, der nur von hier bis zur Wand denkt. Und deswegen ist das für uns so schwierig, dass wir diese entscheidende Frage nicht beantworten, sondern nur sagen, Aussageverweigerung. Das ist aber sein gutes Recht. Also, ich habe mich eindeutig erklärt. Ich weise Ihre Unterstellung, ich würde hier wissentlich die Unwahrheit sagen von mir. Das ist ja schon fast eine verbotene Vernehmungsmethode. Es glaubt hier kaum jemand an diese Geschichte. Und am Ende des Tages, wenn dieser Untersuchungsausschuss vorbei ist, werden Sie kein disziplinarisches Verfahren bekommen und wir werden keine Antworten bekommen. Anderes Thema. Herr Zeuge, wenn sich bei der Sichtung der Daten ergeben würde, dass eine europäische Institution von der Überwachung betroffen ist. Was würde das dann auslösen? Da müsste ich auf die nicht öffentliche Sitzung verweisen. Gibt es dazu Regelungen? Was ist, wenn europäische Parlamente, Regierungen, Institutionen betroffen sind? Ja, da gibt es Regelungen. Gesetzt dem Fall, es werden unter den NSA-Suchbegriffen, die der BND nutzt, Namen von deutschen Firmen, Namen europäischer Regierungsstellen und Namen von Politikern gefunden. Das wäre ja ungefähr so, als wenn in einer Bäckerei plötzlich festgestellt würde, dass da keine Brötchen verkauft werden, sondern Koks. Also, könnten Sie das bitte nochmal wiederholen? Das habe ich nicht... Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Wenn man feststellt, dass unter den NSA-Suchbegriffen Namen von deutschen Firmen,
von Politikern und europäischen Institutionen sind, dann ist das ungefähr so, wie wenn der Bäckermeister feststellt, dass in seinem Laden statt Brötchen plötzlich Kokain über den Warentisch geht. Da hätte man als Bäckermeister nun zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, hab ich nicht gesehen, oder man ruft die Polizei. Warum hat man nicht die Polizei gerufen? Also ich verstehe die Frage nicht. Doch, Sie wissen, was ich meine. Es geht hier nicht um Bagatellen. Es geht darum, dass gegen Gesetze verstoßen wurde. Es geht darum, dass es möglicherweise eine geheimdienstliche Agententätigkeit der NSA ist. Warum erkannte man nicht die Relevanz? Warum sagt man stattdessen Schwamm drüber? Ich gebe dem Zeugen den Rat, diese Frage nicht zu beantworten. Das ist erstens nicht ernst gemeint. Oh, doch. Und zweitens gereicht die Frage dem Zeugen zur Unehre. Die Frage ist vollkommen ernst gemeint. Wenn der BND feststellt, dass die NSA mit Hilfe die französische Regierung ausspioniert, dann muss doch Vollalarm sein. Da muss der Dienstherr informiert werden, da muss das Bundeskanzleramt informiert werden, da muss das parlamentarische Kontrollgremium informiert werden, aber da war kein Vollalarm. Er beantwortet die Frage nicht. Ach, Sie sollen meine Frage nicht beantworten, Herr Rechtsanwalt. Der Zeuge müsste sagen, ich beantworte die Frage nicht. Ich beantworte die Frage nicht. Ganz herzlichen Dank. Die Fragezeit ist damit auch abgelaufen. Und wir kommen nun zu den Fragen der Regierungskoalition, Frau Kollegin. Ich frage mal umgekehrt. Deutschland hat einen EU-Kommissar. Der sitzt in Brüssel und seine Mails haben keine DE-Adresse. So, ist nie jemand darauf gekommen zu sagen, liebes Auswärtiges Amt, geben Sie uns mal alle führenden Deutschen in internationalen Organisationen, die keine DE-Domains in ihrer Kommunikation haben. Also es gibt im BND die sogenannte Funktionsträgertheorie. Das heißt, ein EU-Kommissar, der im Rahmen seines EU-Kommissariats kommuniziert, wäre nicht geschützt. Echt? Er ist kein Grundrechtsträger mehr, obwohl er Deutscher ist? Nein, wenn er im Rahmen seiner EU-Tätigkeit kommuniziert, fungiert er nicht als Deutscher. Das muss man dem Oettinger mal sagen. Das würde ihn sicher interessieren. Der BND kann doch keinen deutschen EU-Kommissar ausspionieren. Das ist doch kaum zu glauben. Also lassen wir das mal. Die Funktionsträgertheorie. Können Sie uns die nochmal so aus Ihrer Sicht beschreiben, wie Sie die verstehen? Also, wenn ein Deutscher bei der EU-Mission oder zum Beispiel bei der UN tätig ist, dann ist er nicht geschützt. Ja, das tut mir jetzt leid für den Herrn Oettinger. Also ich weiß ja nicht, wie der Herr Oettinger kommuniziert, aber ich stelle mir das mal so vor. Wenn er eine E-Mail-Adresse hat, die er für die Arbeit nutzt, aber über die er auch seinen Kindern schreibt oder seiner Frau oder der Geliebten, das könnte man gar nicht unterscheiden, oder? Man würde es am Inhalt erkennen. Ich möchte an dieser Stelle, ich möchte hier auch hinweisen, dass von der Tribüne bitte nicht kommentiert wird. Beifallsbekundungen oder Lachen dürfen in der Sitzung nicht stattfinden. Herzlichen Dank. Nochmal, wenn Sie sich fragen, was ist der Sinn des Grundrechtsschutzes, dann müsste Ihnen doch aufgegangen sein, dass es da einen Haken gibt. Dann müsste bei Ihnen mal Skepsis aufgekommen sein, dann müssten Sie sich doch fragen, ob das so richtig ist. Also ich bin jetzt kein Jurist, ich habe über solche Dinge nicht nachgedacht. Mir wurde erklärt, dass mit der Funktionsträgertheorie so zu verfahren ist. Vielen Dank. Wir kommen damit nun wieder zu den Fragen der Opposition. Bitte, Frau Kollegin. Habe ich das richtig verstanden, dass der Bundesnachrichtendienst auch Suchbegriffe zu ausländischen Botschaften und Politikern auch aus dem europäischen Raum einsetzen darf, steuern darf? Also beispielsweise zum französischen Außenministerium. Nur unter gewissen Bedingungen.
Wie platt ist denn hier? Hä, was ist denn hier platt? Wenn es dem Auftrag des Hat der Dude das hier gemeint oder? Oder sind die so hoch, dass die nicht. Nee. Hä, die kommen doch bis zum Bedrock runter, oder? Oder nicht? Die kommen nicht bis zum Bedrock runter. Ich muss die Maschinen runtersetzen. Wenn die auf Höhe 100 sind, kommen die nur bis Höhe 16 runter. Ah ja. Okay, interessant. Des Nachrichtendienstes entspricht. Das heißt, wenn es zur Aufklärung der Lage in einem Krisenland dient, wenn diese Informationen auf keinem anderen Weg beschafft werden kann und wenn diese Information so wertvoll ist, dass sie das Lagebild komplettiert, dann ist es vorstellbar bzw. vertretbar. Das heißt, der französische Außenminister ist im Verdacht, dass er mit XY telefoniert oder E-Mails wechselt. Dann dürfen Sie nach den Daten des französischen Außenministers suchen oder des Außenministeriums. Und von das war ein knappes Ding, Leute. Sie dann nur die, bei denen er mit XY telefoniert hat, und die übrigen Daten löschen Sie. Ist das richtig? Ich kann nicht die gesamten Daten des Außenministeriums steuern, weil er zufällig mal mit einem Politiker Kontakt hatte. Nein, nicht zufällig. Regelmäßig. Vor allen Dingen in Krisensituationen. Also wenn ich darauf Hinweise habe, dann könnte man sich das vorstellen. Unter gewissen Umständen wären gewisse Suchbegriffe bei enger Auslegung vorstellbar. Mehr nicht. Dem habe ich dann auch weiter nichts hinzuzufügen. Ja, das ist interessant. Jetzt komme ich zu der zweiten Frage. Wann ist diese Praxis beendet worden? Sind Ihnen Fälle bekannt, dass diese Praxis fortgeführt worden ist, dass also nach Oktober 2013 noch Botschaften, Politiker gesteuert wurden? Also, das ist aus meiner Sicht von meiner Aussagegenehmigung nicht abgedeckt. Aha. Wieso das denn? Der Zeuge ist dann jetzt auch ermüdet. Mir kommt es nicht. Mir kommt es nicht auf einen einzelnen Monat an. Also das ist mir im Untersuchungszeitraum nicht bekannt geworden. Also bis einschließlich März 2014 sind Ihnen solche Fälle nicht mehr bekannt geworden? Ja. Und wie ist es heute? Das ist kein Untersuchungsgegenstand. Das ist kein Untersuchungsgegenstand. Ganz herzlichen Dank. Leute, manchmal muss man sich einfach an trockene Sachen rantrauen. Und dann offenbart einem das Leben pure Comedy. Das ist der Hammer. Die Fragezeit ist damit auch abgelaufen und wir kommen wieder zu den Fragen der Regierungskoalition, Frau Kollegin. Danke, Herr Vorsitzender. Herr BND, in einem Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist von einer Weisung die Rede, von einer Weisung aus dem Oktober 2013. Es ist eine mündliche Weisung des BND-Präsidenten, sämtliche Suchbegriffe gegen Botschaften und Regierungseinrichtungen der EU und von NATO-Staaten zu deaktivieren. Diese Weisung hat der Präsident des BND aus dem Kanzleramt entgegengenommen und dann an die Abteilung Technische Aufklärung weitergegeben. Kennen Sie diese Weisung? Nein. Haben Sie vielleicht im Nachgang davon gehört? Also, Sie kennen sie vielleicht nicht aus dem Oktober 2013, aber das Thema ist Ihnen inzwischen bekannt. Das Thema wurde mir zwischenzeitlich bekannt. Ich war aber weder bei einem Gespräch dabei, noch bei einer mündlichen Weisung. Ich habe aber eine schriftliche Weisung gesehen. Wann war denn das? Das ist der Punkt. Ich muss das alles im Kopf behalten. Ich meine, es war im April 2014, aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass es im April 2015 war. Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, ob das 2014 oder 2015 war. 2014.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann haben Sie im Frühjahr 2014 von der Weisung erfahren, ja? Ich habe bei der Aktenlektüre gesehen, dass ich diesen Vorgang am 14. April 2014 abgezeichnet habe. Ich habe mich nicht daran erinnert, dass ich den abgezeichnet habe, aber es ist meine Paraffe, also muss ich mir das wohl zurechnen lassen. Wurde Ihnen damals von dem Klärungsbedarf berichtet, der bestanden hat hinsichtlich der Suchbegriffe zu EU- und NATO-Staaten? Also ich kann mich nicht erinnern, nein. Haben Sie die Umsetzung der Weisung mitbekommen? Hat man Ihnen berichtet, dass eben diese Suchbegriffe aus der Steuerung genommen wurden? Ja, also das habe ich im Nachgang mitbekommen. Okay. Aber ohne sich jetzt weitere Gedanken dazu zu machen. Also ich habe jetzt nicht vertieft darüber nachgedacht, nein. Also, ich würde jetzt mal behaupten, das war keine alltägliche Weisung, sondern das war ein Thema, das etwas sensibler ist. Wenn man dann plötzlich eine Weisung bekommt, man möge Ziele aus der EU und der NATO nicht mehr steuern, dann hat das ja auch eine politische Dimension. Aber das hat bei Ihnen jetzt nicht dazu geführt, dass Sie sagen, ach Gott, ich frag mal nach, weil Sie sagen, Sie haben sich überhaupt nicht mehr erinnert, ja? Ja. Das wundert mich jetzt. Vielen Dank, das Fragerecht wechselt nun wieder zur Opposition, Frau Kollegin. Ich habe noch eine Verständnisfrage bezüglich der Weisungen. Es gibt mündliche Weisungen, es gibt schriftliche Weisungen, es gibt Weisungen, die am Telefon gemacht werden, es gibt Weisungen, die in Sitzungen erteilt werden. Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Mich interessiert jetzt nicht, wie Weisungen Sie erreichen, sondern wie Sie diese Dinge anschließend festhalten, um ein beständiges und nicht willkürliches Verwaltungswesen zu bekommen. Wenn Sie jetzt beispielsweise mündlich die Anweisung erreicht, künftig bei Spesen pro Getränk nicht mehr 1,67 Euro, sondern 1,92 abzurechnen, wie wird das dann umgesetzt? Also wird nicht grundsätzlich am Ende jeder Weisung etwas irgendwo schriftlich festgehalten? Also nein, es wird nicht jede Weisung schriftlich festgehalten. Zum Beispiel die Bewirtungskosten, wenn die sich erhöhen würden, dann wäre das mit Sicherheit eine Weisung, die auch schriftlich in die Breite verteilt werden würde. Warum? Naja, da werden sich ja dann irgendwelche Bewirtungskostengesetze geändert haben. Und dann muss man das den Leuten, die mit anderen essen gehen, auch zur Kenntnis geben. Richtig. Damit das umgesetzt wird, nicht wahr? Jetzt frage ich mich, in einem grundrechtsrelevanten Bereich, zu dem ich die Bewirtungskosten nicht unbedingt zähle, wie wird das da gemacht? Also jede Weisung, die bei uns ankam, habe ich natürlich bekannt gegeben und sie wurde dann mitgeteilt. Wie mitgeteilt? Ja, also in der Form, in der ich sie erhalten habe. Wenn ich es schriftlich hatte, wurde es schriftlich verteilt. Wenn ich es in einer Sitzung gehört hatte, konnte ich es ja auch nur mündlich überliefern, weil es kein offizielles Dokument war. So wie ich es bekommen habe, habe ich es weitergegeben. Nun gibt es eine Fluktuation bei den Leuten, die bei Ihnen arbeiten. Es kommen immer mal neue Leute dazu. Wie wird dann dafür gesorgt? Beispielsweise bei der Frage, welche Suchbegriffe genutzt werden dürfen und welche nicht. Wie wird verwaltungskonformes Handeln bei Ihnen in der Behörde gesichert, wenn es nicht schriftlich festgehalten wird? Also die Weisungen, die den Sachgebietsleiter erreichen, werden natürlich von ihm auf die Arbeitsebene weitergegeben. Wie werden sie weitergegeben? Das war so verdient. Also stille Post. Also es findet keine Verschriftlichung statt. Nein, das ist jetzt nicht zwingend.
Können Sie mir dann bitte die exakte Formulierung der Weisung sagen? Was wurde bei den Suchbegriffen zu EU und NATO von Ihnen angewiesen? Also die exakte Formulierung weiß ich nicht mehr. Ja, aber wie sollen dann Ihre Mitarbeiter das umsetzen, wenn noch nicht einmal Sie die exakte Formulierung wissen? Was war die Ansage? Was war die Weisung, die Sie erteilt haben? Also im Detail weiß ich es nicht mehr. Grob war es die Weisung, dass wir Regierungsorganisationen aus der Erfassung nehmen sollen. Regierungsorganisationen? So ungefähr. Ukrainische, slowenische, afrikanische? EU, soweit ich weiß. EU, soweit Sie wissen. Soweit ich mich jetzt erinnere, ja. Soweit Sie sich erinnern, EU-Organisationen, Ministerien, ja. Vereine, Personen, KFOR-Mitarbeiter, rein oder raus? Also das weiß ich jetzt nicht mehr. Es waren EU-Organisationen, das wissen Regierungsstellen. Ja, das wissen Sie nicht mehr? Nein. Ja, das ist das Problem, wenn man so etwas nicht aufschreibt, nicht? Wie sollen das dann Ihre Mitarbeiterinnen und Ihre Mitarbeiter noch wissen? Also ich gehe davon aus, dass es zu Rückfragen gekommen wäre, wenn etwas unklar gewesen sein sollte. Aber es kamen keine Rückfragen. Ja, aber Sie als Chef erinnern sich ja nicht einmal mehr daran, was Sie angewiesen haben. Wir müssen dann noch jetzt wechseln. Die Fragezeit der Opposition ist bereits überschritten. Jesus. Sehr geehrter Herr Zeuge, kennen Sie eine Operation, die GLO heißt? Also ich kenne eine Operation, deren Bezeichnung mit den drei Buchstaben GLO beginnt. Ganz herzlichen Dank. Können Sie zu dieser Operation etwas sagen? Was ist das für eine Operation? Also ich kann zu dieser Operation was sagen, aber ich muss leider mitteilen, meine Aussagegenehmigung erlaubt das nur in nicht öffentlicher Sitzung. Okay, worum geht es bei der Operation? Können Sie das sagen? Um Fernmeldeaufklärung. Um Fernmeldeaufklärung also. Okay. Aber ich glaube, das, was wir sagen können, ist, dass es bei GLO um Telefonate und Fax ging. Gerne nicht öffentlich. Ist das ein Projekt der Fernmeldeaufklärung des BND oder sind auch Dritte da beteiligt? Also eine mittelbare Beteiligung Dritter fand statt. Ich würde Ihnen das gerne ausführlicher darlegen, aber bitte sehen Sie es mir nach. Meine Aussagegenehmigung erlaubt das nur in nicht öffentlicher Sitzung. Okay, was versteht man unter mittelbar? Also es ist keine direkte Kooperation gewesen, sondern eher irgendwie unterstützend, oder? Also, wie soll ich sagen, jetzt bin ich natürlich in einer Zwickmühle. Ja, in einer Zwickmühle. Ich würde das gerne im Detail darlegen, warum ich das so verklausuliert sage, aber ich darf das leider nur nicht öffentlich. Okay, der mittelbare Dienst, mit dem da zusammengearbeitet worden ist, oder mit dem da mittelbar zusammengearbeitet worden ist, das ist ein Dienst der Five Eyes-Staaten. Also der Australier, der Neuseeländer, der Kanadier, der Amerikaner oder der Briten, richtig? Ja, so ist es. Wäre jetzt auch misslich, da hätten wir sonst keinen Untersuchungsauftrag. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht die Australier, die Neuseeländer und die Kanadier waren. Also, Sie bringen mich jetzt in eine blöde Lage. Will vielleicht die Bundesregierung diese Frage beantworten? Nein. Wir wollen es nicht beantworten. Ach so, schade. Wir wollen den Zeugen nur etwas entlasten.
Wir haben den Zeugen vorher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seine Aussagegenehmigung sich nicht auf den Inhalt der Operation erstreckt. Auch die Frage, wer beteiligt ist, würden wir unter den Inhalt der Operation subsumieren, sodass der Zeuge dafür keine Aussagegenehmigung hat. Okay, sprich, er würde es uns sagen, aber nicht hier. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also okay, das, was er die ganze Zeit schon gesagt hat. Noch mal irgendwann darüber diskutieren, ob wer inhaltlich ist. Da kann ich jetzt nicht ganz folgen. Aber wenn wir die Informationen bekommen, bin ich da schon sehr dankbar. Gut, herzlichen Dank. Wir kommen dann jetzt zur nächsten Fragerunde, Frau Kollegin. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Die Presse hat darüber berichtet und gesagt, dass es eine Operation gäbe mit dem Namen Glutaik. Ist das diese Operation? Also, tut mir leid. Bitte aber in nicht öffentlicher Sitzung. Ja. Ja, gut. Ich wollte das nur noch mal glattziehen, denn wir reden immer über Glo, Glo, Glo. Und wir alle wissen, dass das Anfangsbuchstaben sind. In der Presse ist halt dieser Name aufgetaucht. Aber gut, dann klären wir das halt in nicht öffentlicher Sitzung. Ich habe in öffentlicher Sitzung keine Fragen mehr. Gut, dann schaue ich nochmal in die Runde, ob die Kollegen von der Opposition noch Fragen haben. Das ist der Fall. Dann bitte, Frau Abgeordnete. Herr Zeuge, welche Kenntnisse haben Sie darüber, woher die Daten kamen, die im Rahmen der Operation GLO... verarbeitet wurden? Ja, von diesem Provider in Deutschland. Sie wissen nicht, welcher Provider das ist? Wie hieß der? MCI, meine ich, oder was meinen Sie? Ja, das meine ich. Ja. Wie hieß der Provider, von dem die Daten kamen? Also arg viel kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ja, wir haben hier ein Problem. Wir sind ja darauf angewiesen, dass die Bundesregierung uns die Zeugen identifiziert, die hier sachkundig Auskunft geben können. Wir hatten gesagt, wir wollen den Zeugen, der uns sagen kann, was bei diesem Projekt passiert ist. Und da hat man Sie geschickt. Ja, das tut mir sehr leid. Aber das ist jetzt nicht mein... Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum Sie von der Bundesregierung und vom BND als Zeuge benannt worden sind? Das dürfen Sie doch den Zeugen nicht fragen. Woher soll er das denn wissen? Ja, natürlich kann ich das fragen. Woher soll der Zeuge das denn wissen? Das müssen Sie sich doch selbst gefragt haben, als Sie die Ladung bekommen haben. Mensch, warum muss ich denn da hin? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber jetzt habe ich da tatsächlich mal eine Bitte, wenn ich die unziemlicherweise äußern darf. Gerne, bitte. Ich bin heute sehr früh aufgestanden. Jetzt muss der kurz selber lachen. Immerhin schon 22 Uhr. Es wäre schon schön, wenn Sie zum Ende kämen. Es ist doch noch gar nicht so spät, wir haben ja auch schon bis 24 Uhr gesessen. Wenn Sie allerdings sagen, Sie können aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Dingen nicht mehr, dann sofort. Aber ich kann die Fraktionen nicht einfach in ihrem Fragerecht beschneiden. Okay. Also ich sage jetzt, mir reicht das, weil ich doch ziemlich am Ende meiner Kräfte bin. Verständlich. Alles klar, dann Dankeschön. Ja, bitteschön. Und jetzt wäre ich dankbar, wenn mir jemand ein Taxi bestellen könnte. Ich denke, das bekommen wir organisiert. Ich mache an dieser Stelle mal eine Anmerkung. Ich kann es kaum verstehen und ich bin ja schon sehr verständnisvoll. Ich fall wieder da rein, oder? Die in der Zeitung stehen, wie Namen, wie beteiligte Unternehmen hier im Parlament keine Fragen stellen können. Ich verstehe das nicht. Es ist rational meiner Ansicht nach nicht zu erklären. Ich empfinde das als Popanz, wenn man was bei Dingen macht, die öffentlich diskutiert werden. Mir leuchtet das nicht ein. So, das wollte ich jetzt auch mal loswerden. Ganz herzlichen Dank. Ich sehe, weitere Fragen sind nicht mehr da. Dann, Herr Zeuge, sind wir am Ende der Vernehmung des heutigen Tages. Eine nicht öffentliche oder eingestufte Sitzung wird heute nicht mehr gewünscht. Ich darf mich ganz herzlich für die Bereitschaft bei Ihnen bedanken, dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort auf die vielen Fragen gestanden zu haben.
Die Sitzung ist damit geschlossen. Ich danke allen ganz herzlich, insbesondere auch der Öffentlichkeit, für die lange Teilnahme und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sehr verehrten Damen und Herren, bitte verzweifeln Sie nicht an der Demokratie. Sie ist mühsam, aber sie funktioniert. Dieser Untersuchungsausschuss, von dem wir Ihnen nur einen winzigen Ausschnitt präsentieren konnten, hat viel zur Aufklärung der NSA-Affäre beigetragen. Und jetzt bitte ich Sie um einen herzlichen Applaus. Locker, die Fackeln sind von mir. Als Vorsitzender. Anna Biselli als Koalition. Das haben die echt gut gemacht, finde ich. Meier als schlecht gelaunter Anwalt. Kann man nichts sagen. Elisabeth Kless als Opposition. Wetterfrosch als allwissende Regierung. Und Johannes Wolf. Der Dude war Hammer. Der war geil. Text Anna Biselli und Kai Biermann. Der Text war auch gut, kann man nichts sagen. Richtig funny. War es das jetzt? Ja, sieht so aus. Ja, krass. Der Graben ist immer noch nicht fertig. Irgendwie hatte ich gedacht, ja, aber es gab dann doch noch ein paar Inconveniences hier, was die Grabenarbeit ein bisschen eingeschränkt hat. Oh Mann, hey. Ja, dann war es auch mal wieder mit dieser Episode der Dauerwerbesendung. Ich falle echt rückwärts überall noch rein hier. Ja, genau, also wenn euch der Vortrag gefallen hat, ich fühle mich immer so useless, wenn ich mit Vanilla hier ewig brauche, um irgendwelche Sachen zu bauen und dann kommt jemand mit seinem Client da ange... Leute, was mache ich hier überhaupt noch? Oh Mann, ey, ich schöpfe echt irgendwie nicht das ganze Potenzial aus, oder? Warte, Fuck. Naja. Ja, das war's dann auf jeden Fall mit dieser Folge. Ja, auch wenn es ein bisschen langsam vorangeht ohne Hacks. Ja, wird es doch. Ich denke, gemeinsam mit etwas Hilfe können wir wenigstens den 200x200 Obsidian-Kasten hier hochziehen. Das ist auf jeden Fall ein machbares Projekt. Ja. Wenn ihr euch noch beeilt und ganz schnell dem Server beitretet, könnt ihr dem Spawn noch entkommen. Naja, aber man spawnt eben 500-Block-Radius und das ist ein 200-Block-Ding. Also von daher geht, aber ne, wisst Bescheid. Ein bisschen Werbemarketing. Kommt doch mal auf cdhuhn.com. Wenn euch das Video gefallen hat, was ihr im Hintergrund gehört haben, schaut den ersten Link in der Beschreibung an und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Werbeepisode wieder.